Schluss kurz an alle. Es freut mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich hoffe, verstanden zu werden und dass ich vielleicht weiter lernen, was es heißt, auf Deutsch und in Deutschland Bauer zu sein. Das ist für mich immer wichtig bei all meinen Vorträgen, denn ich hatte die Gelegenheit, in Europa zu sein, eine Weile. 5 Jahre in Osnabrück, 2 Jahre in Linz, um die Situation in Europa zu betrachten und immer wieder auf Vergleiche zu kommen, was das mit unserer Situation in Brasilien zu tun hat. Ich bin dann immer auf dieselben Fragen gekommen und vielleicht habe ich immer noch nicht die Antwort. Also die erste Frage ist, warum sollte Europa das wiederholen, was in Brasilien nicht funktioniert? Das ist auch der Titel jetzt eines Artikels, das gerade veröffentlicht wurde in der Schweiz bei einem landwirtschaftlichen Informationsdienst. Eine andere Frage, die mir immer gestellt wird, ist, oder die ich mir stelle, ist, warum sollte man Wirkstoffe, ich sage schon mal Giftstoffe, in einem Land zulassen, wenn es in einem anderen Land oder in anderen Ländern verboten ist? Was führt dazu, dass man für manche Länder es anders entscheidet? Eine dritte Frage ist, warum glauben immer noch so viele Menschen an eine Technik, die in der Theorie vielleicht logisch erscheint, aber nicht mit der Praxis übereinstimmt? Und die meisten Leute, die es tun, sind eigentlich die, von denen man es erwarten würde, sie schaffen Wissen. Also sie sind Wissenschaftler. Eine vierte Frage ist, die Technik angerichtet in der Landwirtschaft, also die Gentechnik, und inwieweit ist es möglich, eine bäuerliche Landwirtschaft zu haben, wenn Gentechnik flächendeckend zugelassen wird? Und die fünfte Frage, die ich mir stelle, ist, warum nicht die Erfahrung von Bauern und die kritischen Studien, die schon lange belegen, dass Schädlinge und Unkräuter resistent geworden sind gegen bestimmten Genkonstrukten, die man in Pflanzen eingebaut hat, und trotzdem immer noch behauptet wird, sowas könnte ja gar nicht passieren, wenn es in der Tat schon da ist. Ich werde versuchen, diese Fragen auf meine Weise hier zu beantworten. Ich hoffe aber, dass viele danach mir auch es ermöglichen, dabei zu lernen. Ich sage das immer oft so, ein Wissenschaftler, wenn er will, kann ja kostenlos lernen. Das ist immer ganz toll, dass man es kann, wenn man es so will. Und ich habe sehr viel mit Bauern gelernt und besonders in Bayern. Ich glaube, es gibt kein Bundesland, wo ich so oft war. Und wo ich mich so zu Hause fühle, dass ich sogar ein weißes Bier trinke, ohne dass ich glaube, dass das irgendwie schlimm sein könnte, auch wenn dieses Video später bei YouTube erscheint. Anschauen danach. Reparaturarbeit. Die erste Frage, die ich hier gestellt habe, ist vernetzt mit den anderen. Also es hängt alles zusammen. Ich werde aber hier eher von
eine Erfahrung berichten, die ich jetzt seit 2 Jahren in Brasilien habe. Und am Schluss werde ich dann auch noch mal etwas optimistischer sein als gewöhnt, weil wir gerade beim Aufbau einer neuen Universität dabei sind. Also es geht darum, ein Kompetenzzentrum zur Ausbildung von Agrarberatern aufzubauen. Der Michael und die Rose Reindl waren schon vor Ort und haben das sich auch schon mal angeschaut, die Rose sogar 2-mal. Der Michael hat mir noch einen Spaten zugeschickt und da bedanke ich mich bei ihm, damit wir besser sehen können, was mit unserem Boden so los ist, nach 10 Jahren Gentechnik. Wir haben jetzt im Oktober eine große Konferenz gehabt und da haben wir diese 10 Jahre Erfahrung mit Gentechnik in Brasilien diskutiert. Gleichzeitig wurden wir dabei von einer ganz neuen Situation überrascht. Brasilien hat eine Notsituation ausgerufen wegen einer Raupe. Diese Raupe, anders als in den meisten Medien berichtet, ist nicht der Maiszünsler, sondern es ist die Baumwollkapseleule. Und die sieht ungefähr so aus. Diese Raupe ist in Brasilien jetzt in 15 Bundesländern zu sehen. Es war ursprünglich im Bundesland Bahia im März gemeldet. So das nächste Bild, wo auch dann die Zeitschrift AgroDBO zum ersten Mal davon berichtete. Und im Oktober hat dann die brasilianische Regierung eine Notsituation ausgerufen, weil nur im Bundesland Bahia hat diese Raupe einen Schaden angerichtet in Höhe von 800 Millionen Euro. Diese Raupe frisst nicht nur Mais und in dem Fall gentechnisch veränderten Mais, der angeblich sie bekämpfen sollte. Also das ist hier ein BT-Mais. Eine der 18 Sorten, die wir in Brasilien zugelassen haben in diesen 10 Jahren. Darunter Monat 110, NK603 oder auch diese Sorte, die jetzt hier erwähnt wird, also von Pioneer, die Sorte 1507 haben wir seit 2008 in Brasilien. Das ist jetzt die Situation, die wir bei uns haben. Und dann kommen Wissenschaftler, die vor kurzem immer wieder davon gesprochen haben, sowas würde ja nie passieren. Es gibt noch welche, die sagen, es wäre ja gar nicht so schlimm. Es gibt da andere, die sagen, wir werden das sowieso wieder in den Griff bekommen. Und dann gibt es andere, die sagen ganz einfach, es hätte hier etwas stattgefunden, was man komischerweise als Biopiraterie bezeichnet. Also der Verdacht, dass hier Raupen eingeschleppt würden aus Indien. Und weil es die Gentechnik-Befürworter sind, die solche Theorien jetzt haben, finde ich das etwas ganz Neues, denn die Gentechnik-Befürworter sind nach dieser Meldung Verschwörungstheoretiker geworden. Also sie versuchen jetzt, eine Ursache zu finden, nicht die Ursache, sondern eine Ursache, ein Mensch, der daran schuld sein könnte, weswegen diese Technik jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist eine Theorie, die auch logisch klingt, denn es gibt da hier noch einen Stoff, den man aber dann importieren muss, um diese Raupe zu bekämpfen. Dieser Insektengift ist als Emamectin-Benzoat bekannt. Emamectin-Benzoat ist in Brasilien verboten. Es ist ein Insektizid, das auf das Nervensystem wirkt. Und von daher sind große Beschädigungen bei menschlichem Nervensystem zu beobachten. So ist es bei uns verboten. In der Notsituation hat man es aber dann importiert. Und es gibt eine Firma, die da dieses Produkt weltweit anbieten kann. Und diese Firma heißt Syngenta. Ich weiß nicht, ob diese Insekten
Gift oder dieses Nervengift hier in Europa für die meisten bekannt ist. Ich bin erstaunt auf die Meldung gekommen, dass am 29. August 2013 durch die Durchführungsverordnung Nummer 828 Emamectin-Benzoat in Europa zugelassen wird, also genehmigt wird, ab dem 1. Mai 2014 mit der Befristung bis zum 30. April 2024. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, denn es ist ja die Frage gestellt worden am Anfang, warum sollte man jetzt Produkte zulassen in anderen Ländern, wenn sie in Brasilien verboten sind. Also ich habe da keine Studie, die diese Vergleiche so darstellen könnte, um zur Schlussfolgerung zu kommen, dass es in Europa anders funktionieren würde, wenn man diesen Giftstoff hier einsetzt als in Brasilien, wo es gute Gründe gibt, um ihn zu verbieten, aber auch gute Gründe gibt dafür, dass die brasilianische Regierung nicht die Verantwortung übernimmt für die Auswirkung des Einsatzes dieses Giftstoffes, das in der Notsituation importiert wird, der es einsetzt, die Verantwortung zu übernehmen für die Auswirkung. Das kennen wir auch schon bei anderen Situationen. Es heißt, andersrum formuliert, dass wir hier mit einem Einsatz von Insektiziden zu tun haben, in einer Situation, in der viele Menschen glaubten, durch den BT-Mais würde man gar keine Insektiziden mehr brauchen. Nicht nur, dass wir allen Insektiziden, die vor Ort sind, hier jetzt versucht haben, einzusetzen, um diese Raupe zu bekämpfen, denn es wird nicht mehr, so gibt es nur noch Stoffe, die längst vom Markt weg sein sollten, weil sie verboten sind. Es ist also, anders formuliert, vielleicht doch eine Chance, wie es so oft gesehen wird. Verbotene Wirkstoffe, die längst verboten sind, wieder auf den Markt zu bringen. Und dann ist es wieder logisch, dass Chemiekonzerne, Pharmakonzerne in Gentechnik investieren. Man wusste ja auch nicht, warum Syngenta im Jahr 2002 schon in Deutschland ausnahmsweise zugelassen durch das Roland-Koch-Institut eine Sorte von BT-Mais 1, 7 und 6 damals zugelassen hat, experimentiert hat und diese Sorte jetzt nicht mehr da ist. Später ist Syngenta weg vom Geschäft des Saatgutes und hat sich auf die Giftproduktion spezialisiert. Was jetzt die Medikamente betrifft, weiß ich nicht, ob Syngenta auch eine Lösung hat, wenn das Nervensystem da Probleme bekommt durch den Einsatz des Emamectin-Benzoates. Es ist aber auch schon in Italien zugelassen, also es wird auch in Südtirol benutzt bei den Apfelbäumen. Der Apfelwickler wird dadurch bekämpft. Also es wird in Europa unter der Marke oder dem Namen Affirm zum Beispiel verkauft. Affirm oder Revive, es sind zwei Marken und es erscheint als Neuigkeit auf der Homepage von Syngenta. Man kann es da auch erfahren, man kann da auch eine PowerPoint-Präsentation herunterladen. Und da sieht man auch deutlich, dass dieser Stoff gegen den Maiskünstler eingesetzt werden könnte. Haben wir ja bei uns nicht. Also logisch würde ja diese Theorie meiner Kollegen in der Biosicherheitskommission vielleicht erscheinen. Es ist aber nicht meine Theorie, dass jetzt einfach Insekten da herumgeschleppt werden und dass man dadurch jetzt diese Notsituation in Brasilien hat. Die zweite Theorie, um das zu erklären, kommt vom brasilianischen Ministerium für Landwirtschaft. Die versuchen, es zu begründen, warum wir in der Notsituation sind und sagen dann, dass die Technik des BT-Maises eine Ursache sein kann.
Nämlich, wir hätten hier noch einen Nützling, also einen Fressfeind, der in der Lage wäre, diese Baumwollkatzeneule zu bekämpfen. Und diese Insekt heißt Heerwurm. Heerwurm, für die Spezialisten Spodoptera frugibenda, wurde aber vernichtet durch den Einsatz von Ethemas. Also wir hätten jetzt eine Chance gehabt, hätten wir nicht diese Raupe vernichtet, die wir gerade bevor als Schädling betrachtet haben. Und wir könnten vielleicht jetzt einen Rückzugsraum einrichten, damit wir weiter diese Heerwürmer zum Leben bringen oder zum Reproduzieren bringen. Gleichzeitig wird auch davon gesprochen, dass die Bauern vor Ort ja zu viel Monokultur betreiben, also keine Fruchtfolge machen und noch dabei kein Resistenzmanagement gemacht haben oder sich nicht dafür interessierten, denn gleichzeitig hat man fast nur Mais angebaut und man hat auch noch nicht dafür gesorgt, dass die Resistenzen vielleicht geringer wären, wenn man bei diesem Rückzugsraum es geschafft hätte, einen Teil des Maises genetisch freizulassen, denn dann die Raupen sich kreuzen würden mit den anderen, dann hätte man die Wahrscheinlichkeit zur Resistenz wenigstens verhindern können, in dem Maße oder vielleicht sogar etwas verspätern können, was jetzt heute da stattfindet. Es bringt alle zum Nachdenken hier, um zu verstehen, vielleicht, warum überhaupt ein Insekt zum Schädling wird. Und das war die Frage, die ja eigentlich in der Gentechnik-Debatte nie gestellt wurde. Es wird eher eine andere Frage gestellt, nämlich wie man Alternativen hätte, um Insekten zu töten oder zu auszurotten oder zu vernichten. Denn es wird hier immer noch davon gesprochen, dass BT-Mais nur gezielt von bestimmten Insekten, also noch nicht mal von Insekten, von bestimmten Lepidoptera, also von bestimmten Raupen. Es wird immer noch dieses Argument publiziert. Es ist vielleicht hier ganz wichtig zu sagen, wir haben eine Reihe von Raupen zu tun, die in vielen Ländern durch den Einsatz von BT-Pflanzen bekämpft werden. Und in jedem Land erzählt man immer wieder dasselbe, dass es nur für die Raupe bestimmt sei, die vor Ort ist. Also in Deutschland wird davon gesprochen, es sei hier gezielt gegen den Maiszimmer. Also bei uns gibt es den Maiszimmer nicht. So muss er ja auch gegen andere Raupen wirken. In anderen Ländern gibt es andere Raupen. Wir benutzen auch jetzt die BT-Technologie bei Soja. Also eine ganz andere Raupe, Anticarus erhematalis, es soll da auch wirken. Also das Argument, dass BT-Toxine nur für bestimmte Insekten wirken würden, ist dann auch überholt worden. Aber vielleicht ist da noch etwas anderes dran, was wir doch etwas kritischer betrachten sollten, nämlich die Fähigkeit, die Insekten haben, sich an bestimmten Giftstoffe anzupassen, eine Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, was eigentlich nichts anderes ist als die Erkenntnis, dass die Natur hier reagiert. Gegen einen Eingriff in die Natur, der nicht nachhaltig sein kann. Also zu hoffen, dass man mit einer gleichmäßigen Form der Produktion, also der Monokultur, nicht zu einer höheren Anfälligkeit von Schädlingen kommen würde, ist nach mehreren Jahrzehnten der Leistung der Naturwissenschaften schon klar. Dass man das aber nicht anerkennt, heißt dann auch, dass diese Art von Technik, die auf Wissen basiert, also die Gentechnik, eine veraltete Technik ist,
oder wenigstens auf veraltete Meinungen und Positionen basiert, die noch nicht mal erkennen, was in der Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten schon zu erkennen ist. Dasselbe Problem hatten wir ja auch bei den herbizidresistenten Pflanzen. Und dann haben wir dasselbe, also dieselbe Situation. Es handelt sich da um Unkräuter, die resistent werden gegen Glyphosat. Und hier habe ich das Beispiel, das immer noch in Brasilien das größte Beispiel derzeit ist. Das ist das kanadische Berufskraut, das resistent ist gegen Glyphosat. Und angeblich sollten ja Glyphosat alle Pflanzen, die als Unkraut bezeichnet werden, beschädigen, vielleicht sogar vernichten. Und hier hat man so ein tolles Beispiel, wie Polisa canadensis, also das kanadische Berufskraut, über die Soja herauswächst und es nicht mehr nutzt, Glyphosat auf sie zu spritzen. Andere Pflanzen, wie zum Beispiel die Pomoia sp, das ist eine Art von Wicke, hatten wir auch schon in Brasilien seit langem beobachtet, dass sie resistent sind gegen Glyphosat, also es nutzt nichts mehr, nur Glyphosat einzusetzen. Jetzt kommt die nächste Generation an gentechnisch veränderten Pflanzen. Es ist aber nicht die Generation, die erwartet wurde von den Verbrauchern, die dachten, jetzt kommen mal vielleicht Pflanzen, die bessere Eigenschaften haben, wie zum Beispiel mehr Eiweiß oder weniger Schadstoffe, sogar allergenische Elemente. Nicht das kommt, es kommt auch nicht das, was viele Bauern sich vielleicht wünschen, also Sorten, die resistenter werden gegen salzigen Boden oder gegen Trockenheiten oder angepasster an klimatischen Bedingungen, sondern es kommt jetzt eine Kombination von Resistenzen gegen Defiziten. Die nächste Kombination wurde hier schon erwähnt, das ist eine Pflanze, die resistent ist gegen Glufosinat. Und beim Glufosinat haben wir dann auch dieses Beispiel, denn dass es sich um einen Wirkstoff handelt, das sehr umstritten ist, sodass es auch im Jahr 2017 abläuft bei der Genehmigung. Es kann ja sein, dass man dadurch es verlängern muss, wenn man zum Einsatz dieser herbizidresistente Sorte kommt, die es bereits schon gibt bei der Sorte 1507 zum Beispiel. Und es kommt noch eine neue Variante dazu, die ganz besonders wichtig ist. Das ist die sogenannte orange Soja oder der sogenannte orange Mais. Warum wir ihn so bezeichnen, hat mit Agent Orange zu tun. Also 2,4-D. Auf Deutsch die Glofenoxyessigsäure, Glaubnismittel Agent Orange. Also es wird eine Pflanze aufgebaut, die resistent ist gegen Glyphosat, gegen Glufosinat und gegen 2,4-D. Diese Sorte ist von Down Agro Science entwickelt worden und steht in Brasilien vor der Zulassung. Also wir haben dann mit einer Pflanze zu tun, die dreimal resistent ist, also gegen drei verschiedenen Herbiziden, die dann auch eine Kombination darstellen, also ein Totalherbizid, zusammen mit zwei anderen bekannten, etwas selektiveren Herbiziden. Und das Schlimme bei Agent Orange ist dann auch, dass es ein bekannter Stoff ist, genauso wie Glufosinat, schon längst bekannt ist für viele Probleme in der Gesundheit, aber auch auf die Umwelt. Und es kommt dann vielleicht wieder zur Zwangssituation oder fast so wie ein Sachzwang. Nachdem man es zugelassen hat, was soll's, jetzt muss man dann auch die Giftstoffe zulassen, sonst würde ja diese Zulassung gar nichts bringen. Das ist so eine vereinfachte Erklärung. Es gibt da noch eine etwas schwierigere, denn die wird anders formuliert von den Kommissionen, die zuständig sind für die Zulassung. Ich kann jetzt aus meiner Erfahrung in dieser Kommission berichten, die in Brasilien zuständig ist für die Zulassung. Denn wir haben da mit Sorten zu tun, die zunächst
so isoliert betrachten werden, dass man glaubt, dass wenn man schon Sorten hatte, die resistent waren gegen Glufosinat, und jetzt, wenn man eine neue Sorte entwickelt, die resistent ist sowohl gegen Glufosinat und Glyphosat, man das ja schon alles kennt, so braucht man nicht neue Studien haben, als ob es keine Kombination gäbe, also diese beiden zusammen, das ist ja eine, also ein Standardwissen in der Chemie, also das ignoriert man. Und zweitens, man soll ja gar nicht untersuchen, was wären dann die Effekte der Rückstände von diesen Produkten, denn man hätte ja nur die Zuständigkeit, Pflanzen zuzulassen, und über Herbiziden wäre ja andere Zuständigkeit zu entscheiden. Das heißt aber, immer wenn es zugelassen wird, setzt man dann diese Zulassung so in die Welt, als ob es so wissenschaftlich gewesen wäre, dass es schon abgesichert ist. Und von daher können die anderen Kommissionen ja gar nichts mehr tun, denn es ist ja schon vorher zugelassen worden. Also warum sollte man jetzt die Giftstoffe nicht mehr zulassen oder sogar die Rückstandsgrenze erhöhen, die auch zu erwarten sind? Und das ist vielleicht auch ein tolles Beispiel. Denn nach der Zulassung von Gentechnik Soja hatten wir das schon bei Glyphosat gesehen. Damals war im Jahr 2004 eine Rückstandsgrenze von 0,2 Milligramm pro Kilo Glyphosat zugelassen. Wie man zu solchen Grenzen kommt, ist dann auch wiederum schwierig zu erklären. Es hat vielleicht damit zu tun, dass man immer glaubt, dass beim Gift es nur ein Problem der Dosis sei. Also wenn es wenig ist, glaubt man, es sei nicht giftig. Auch wenn es jetzt die ganze Zeit gespritzt wird und akkumulieren kann. Aber zunächst geht es schon mal darum, die Menge der Rückstandsgrenze also zu erhöhen, weil es auch zu erwarten ist. Und dann hat man es in Brasilien auf 10 Milligramm erhöht, von einem Tag zum anderen. Also das ist 50 Mal. Welche Gründe es dann gibt, um plötzlich es zu akzeptieren, dass es 50 Mal mehr akzeptiert werden kann, ist dann viel schwieriger zu erklären. Und dass die Europäische Kommission es dann nochmal doppelt so viel erlaubt hier, also 20 Milligramm pro Kilo, ist dann nochmal schwieriger zu verstehen. Denn diese Soja, wenn sie von Brasilien nach Europa exportiert wird, enthält Rückstände. Und deswegen hat man die Rückstandsgrenze schon mal bei uns erhöht, damit man dort keine Probleme hat. Und hier hat man es dann nochmal sichergestellt, dass es doppelt so hoch ist. Und das heißt, wenn es unter dieser Rückstandsgrenze liegt, sei es ja kein Problem. Das ist die Auseinandersetzung bei Glyphosat, die kennen wir ganz gut. Wir wissen inzwischen, dass es noch nicht mal bei 20 Milligramm pro Kilo genug ist, bei dieser Rückstandsgrenze. Wir kommen in Brasilien schon auf Proben, die 36 Milligramm pro Kilo vorzeigen. In Argentinien ist es vielleicht sogar mehr, aber ich kann hier jetzt nicht von Argentinien berichten. Das ist die Situation, man kann ganz deutlich hier erkennen, es geht nicht um die Reduzierung von Pestiziden, sondern eher andersrum formuliert. Das war auch, als vor ein paar Wochen eine deutsche Delegation in Brasilien war, bei der deutschen Botschaft in Brasilien eine Überraschung für die meisten, dass anders als erwartet in Brasilien nach 10 Jahren Gentechnik der Pestizideinsatz gestiegen ist. Da haben sich viele überrascht, denn die erwarten ja was ganz anderes. Nämlich das, was die Chefs von Agrarchemiekonzernen immer wieder berichten, dass sie sich freuen würden, kein Gift mehr verkaufen zu müssen. Vielleicht auch nicht so logisch, das zu verstehen. Ich sage immer, dass aus betriebswirtschaftlichen Gründen solche... Cevallini ist ein berühmter Wissenschaftler aus Frankreich, hat dann jetzt vor kurzem eine erste Langzeitstudie entwickelt und ist zum Ergebnis gekommen, dass es vielleicht mit Glyphosat zu tun hat oder auch mit BT-Toxinen oder auch durch die Veränderung im Erbgut selbst, dass Ratten, die gefüttert werden von BT-Mais oder von Mais, die
Rückstände von Glyphosat hat Tumoren entwickelt. Das Neue an dieser Studie ist, dass sie eine Langzeitstudie ist, also 2 Jahre lang hat man Ratten gefüttert. Bisher hat man das noch nicht gehabt, auch nicht bei der TU München hat man so lange die Kühe gefüttert damals. Cerolini sagte, dass erst dass ab dem 4. Monat solche Effekte zu sehen sind. Und er hat dann auch etwas ganz Neues gezeigt, nämlich, dass es nicht nur mit Rückständen von Glyphosat zu tun hat, das kennen wir ja schon. Und das war dann die Schlussfolgerung der meisten bis dahin kritischen, gebliebenen Wissenschaftler oder unabhängige Forscher, dass der indirekte Effekt, nämlich der Rückstände von Pestiziden, das größte Problem sei bei der Gentechnik. Hier sehen wir, dass auch der Gift, der selbst in der Pflanze produziert wird, auch schädlich sein kann. Nämlich, dass ein Toxin auch ein Gift ist. Was ja immer noch bestritten ist von uns. Es ist ja schon bestritten, ob überhaupt ein Giftstoff ein Gift ist. Ne? So, von daher gibt es ganz viele Überlegungen. Und vielleicht noch wichtiger war die Reaktion auf diese Studie. So lange hat man gewartet, bis es mal endlich eine Langzeitstudie gegeben hat. Und dann gab es ja schon immer Hypothesen, wie würden jetzt die Gentechnik-Befürworter reagieren, wenn es eine Langzeitstudie gibt. Naja, es hat auch schon Langzeitstudien gegeben, die waren aber nicht öffentlich. Ich kann jetzt aus der Erfahrung der Biosicherheitskommission Brasiliens berichten, dass alle gescheiterten, also gesehen von den Augen der Agrarindustrie, alle gescheiterten Fütterungsstudien, das heißt, alle, die zu Problemen geführt haben, sind geheim gehalten worden. Man musste vor Gericht gehen, um zu wissen, was mit den Ratten passiert ist, die von Monsantos Fütterungsstudien gefüttert wurden und leider nicht in die Öffentlichkeit kommen konnten. Und das bleibt auch so. In Brasilien wird jetzt beschlossen, dass die Studien, auf die die Konzerne ein Industriegeheimnis verlangen, 10 Jahre geheim bleiben. Hier haben wir aber mit einer Studie zu tun, die nicht geheim war. Und noch wichtiger, die Bilder hier waren in allen Medien der Welt. Dann gab es auch eine Vermutung, vielleicht würden ja dann manche Wissenschaftler auf die Idee kommen, diese Fütterungsstudie zu wiederholen. Und andere waren dann ganz pessimistisch und dachten, naja, wir werden so tun, als ob es diese Studie gar nicht gegeben hätte. Ist nicht genau so, ist etwas anders. Es wird behauptet, diese Studie sei nicht wissenschaftlich. Nochmal ein Phänomen dazu. Die Zeitschrift, eine berühmte Zeitschrift, hat es einmal, ich glaube, das gibt es gar nicht bei anderen Situationen, diesen Artikel zurückgezogen. Das geht ja gar nicht. Denn es ist ja wissenschaftliche Arbeit, die nach einer bestimmten Methode produziert wurde. Und man kann das nicht so einfach zurückziehen und sagen, hier geht es jetzt nicht. Sondern das hat hier stattgefunden. Es gibt da ganz bestimmte Gründe dafür. Ich werde sie hier nicht erwähnen, aber wichtig dabei ist, es wird Cerolini vorgeworfen, er hätte hier die falsche Rattenrasse gesucht, also ausgewählt. Genommen zur Forschung, weil diese Ratten sowieso tendenziell zu Tumors führen können. Was ja eine Situation bei vielen Menschen und Tieren derzeit ja schon der Fall ist. Also wir sind tendenziell auch fähig, Tumoren zu entwickeln. Nach diesen ganzen Katastrophen der Ernährungsversorgung, Lebensmittelversorgung weltweit. Aber abgesehen davon ist es eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, welche Rassen von Ratten man nimmt. Wichtig dabei ist aber festzustellen, dass Monsanto in Brasilien
aus dem Antrag auf Zulassung von dem Mais NK 603, genau der Mais, da für die Kommission präsentiert wurde, hat Monsanto genau diese Rattenrasse genommen. Also zur Zulassung war es schon richtig, diese Ratte zu nennen. Aber unabhängige Forschung sollte man nicht mit diesen Ratten. Vielleicht ist das die Schlussfolgerung, die man hier aus diesem Beispiel lernen kann. Das zweite ist, man versucht hier nach wie vor es verhindern, dass es weitere Studien gibt, sogar die Wiederholung dieser Studien. Man will sie nicht wiederholen. Das heißt, man will nur die Ergebnisse, die erwünscht sind. Und das steckt ja schon in der Theorie der Gentechnik drin. Man wünscht sich was und es steuert die Wissenschaftler, wenn die Natur sich nicht an das anpasst, so wie die Wissenschaftler es sich gewünscht haben. Eine tolle Theorie ist das. Ich habe oft die Erfahrung als Hochschullehrer gehabt, als die Studierenden sagten, ja, das ist eine tolle Theorie, aber die stimmt nicht mit der Praxis überein. Ich wünsche mir auch eine andere Gesellschaft und hätte ganz gute Ideen dazu, die vielleicht gar nicht funktionieren. Es gibt solche Überlegungen in allen wissenschaftlichen Bereichen. Aber vielen dieser Theorien, wenn sie nicht mit der Praxis übereinstimmten, hat man ganz einfach überholt. Und ich war an der Universität Jena vor ein paar Tagen, also letzte Woche, dort habe ich was ganz Tolles gelernt von der deutschen klassischen Universitätsebene. Das Kriterium, um Wissenschaft zu messen, sei die Praxis. Das ist ja toll. Ob das jetzt aber praktiziert wird, da habe ich meinen Zweifel daran. Denn es kam gar kein Professor zu meinem Vortrag an dieser Universität. Die wollten keine Erfahrung wahrnehmen. Und das ist auch weiter so bei den meisten Befürwortern der Gentechnik. Die tun so, als ob die Praxis gar nicht existiert. Die einzige Praxis, die existiert, ist die, die in ihren eigenen Labors stattfindet. In denen man es schafft, die Natur so zu isolieren, von der ganzen Forschungsarbeit, dass man es vielleicht schafft, die Theorie gerade so bestätigen, wie es erwünscht ist. Also das war ja an der TU München. Ne? Man hat versucht, den Toxingehalt von BT-Mais so herunterzubringen, auf 600 Grad aufzuheizen zum Beispiel. Das macht doch jeder Bauer, oder? Bevor es wird. Also so realitätsfern zu halten, dass es möglich wird, eine Theorie zu bestätigen. Das heißt, man könnte vielleicht eine neue Form von Wissenschaft hier beschreiben, die darauf basiert, die Praxis zu verändern, bevor sie in der Lage ist, sie zu verstehen. Das wäre ja ganz andersrum als alles bisher in der Wissenschaft. Und das glaubt man tatsächlich, das zu können. Denn man ignoriert die Erkenntnis der Natur, die man schon in der Wissenschaft hat. Man schließt die Erfahrung der Bauern weltweit aus. Das sei alles kein Wissen. Und man schließt auch die wissenschaftlichen Ergebnisse aus, die nicht das bestimmen oder nicht das bestätigen, was die Hypothese der mit ganz vielen Geldern unterstützten Wissenschaftler in dem Bereich aufstellt. Das ist vielleicht das Gravierende daran, dass man hier nichts lernen wird. Was ist die Lösung gegen die Baumwollkapselöl? Die Lösung heißt ein Neugift. Ohne daraus gelernt zu haben, dass es wieder zu einer Resistenzbildung kommt, dann bei neuem Gift. Dann brauchen wir eine neue Sorte, die resistent ist gegen einen giftigeren Stoff als der vorherige. Also wohin führt das Ganze? Und dasselbe haben wir jetzt
bei den Impfresistenten Sorgen. Man setzt jetzt auf Agent Orange. Also man will einen Zusatzstoff vom Agent Orange jetzt wieder einsetzen, was noch nicht mal in den USA möglich ist zuzulassen, einmalig in Brasilien. Und klar, die Bevölkerung hat da noch nichts erfahren. Denn es ist ja immer noch geheim. Es ist ja noch in der Kommission. Und deswegen bin ich auch in die Kommission gegangen. Nicht, dass man da was ändern kann, sondern dann hat man Zugang zu Informationen. Das ist die einzige Chance, Informationen zu haben, in einem Bereich, der immer wieder behauptet, man würde da den größten Fortschritt der Wissenschaft haben. Ja, wie soll man da Fortschritt in der Wissenschaft haben, wenn alle Studien geheim bleiben und die wenigen Studien, die nicht geheim sind, als nicht wissenschaftlich betrachtet werden? Vielleicht noch schlimmer. Alle Zulassungen, die wir in Brasilien hatten, 18 Maissorten, 11 Baumwollsorten und 5 Sojasorten, die sind zugelassen worden, ausschließlich auf Studien der Chemiekonzerne basierten Verfahren. GVO. Also, das sei Wissenschaft. Wenn Chemiekonzerne bestimmen, was geforscht wird, welche Fragen gestellt werden, welche Methode benutzt wird, welche Autoren zitiert werden dürfen und welche Ergebnisse da, wenn sie erwünscht sind, als Bestätigung, dann in keinem anderen Teil der Wissenschaft haben wir so eine Verstrickung zwischen Industrie, Politik, Medien und Wissenschaft. Und das führt dann zu einer herrschenden Meinung, die ich nur sagen kann, genauso ist wie die Antwort, die ich meinen Studenten immer mitteile, wenn sie mir fragen, wenn die Theorie toll ist und nicht mit der Praxis übereinstimmt, diese Theorie ist ganz einfach falsch. Es gibt keine Theorie, die richtig ist, wenn sie mit der Praxis nicht übereinstimmt. Die ist nicht ausreichend. Die ist vielleicht überholt. Oder man könnte auch sagen, die ist ganz einfach realitätsfern. Eine realitätsferne Theorie dominiert die Debatte der Ernährungswissenschaften oder der Agrarwissenschaften der letzten zwei Jahrzehnte weltweit. Man behauptet etwas, was gar nicht studiert wurde. Nach Kriterien der Wissenschaft. Und wenn man es tut, dann hat man das, was Serenie hier erwähnt, ein Widerstand gegen eine Studie, die nichts anderes ist, als eine Hypothese, die vielleicht zu Anregungen führen kann, wenn man an andere Hypothesen geglaubt hat. Aber das sollte doch auch im Wissenschaftsbereich selbstverständlich sein, dass es im Wissenschaftsbereich immer kritisch sein muss und dass es besonders hier keine Sicherheit gibt. Dass das unwissenschaftlichste Wort überhaupt sicher zu sein.